Heute geht es voll elektrisch hoch in die Lüfte. Davor starten wir aber bei der schnellsten E-Ladestation der Stadt. Wir sind also hier bei der Salzburger AG in der Bayerhammerstraße und stehen vor dem 300 kW Schnelllader. Gary, was kann der? 300 kW Schnellladen. Ja, das ist klar. Kann auch ein 300 kW Lader jedes andere Auto laden? Der ja. Allerdings kann es 300 oder 350 kW Lader geben, die nicht bei jedem Auto funktionieren. Wie erkennt denn das der Laie? Also Ari, das ist ganz einfach. Auf der Ladesäule befinden sich nämlich Buchstaben. Und ohne, dass wir jetzt zu technisch werden wollen, ist die Erklärung ganz leicht. Einer dieser Buchstaben sollte sich am Tankdeckel des Fahrzeugs wiederfinden. Dann funktioniert es. Schauen wir uns das an. Das ist wie bei Verbrennerfahrzeugen. Da steht ja auch hinten am Tankdeckel Diesel oder Benzin. Und das sollte man sich halten. Ja. Wobei da nichts passieren kann, wenn es nicht kompatibel wäre. Okay. Unter uns gesagt, lädt er halt nicht. Also es gibt keine Fehlbetankung in dem Sinn. In dem Fall haben wir da drei Buchstaben. C war also die Kennzeichnung für die AC, also für Wechselstromladen. Okay. Und K und L sind die beiden Leistungskennzeichnungen für das HPC-Laden. HPC heißt also Hypercharging? High Performance Charging. Ja, also das war das, was wir bisher gesagt haben, bis 150 kW. Ja. Und nachdem wir mittlerweile ja immer mehr haben, die 300 oder 350 kW Leistung haben an der Ladesäule, gibt es jetzt eine zusätzliche Kennzeichnung und das ist quasi jetzt das L, das dazugekommen ist. Das heißt, aufpassen muss man, wenn auf der Säule nur L steht und beim Auto steht nur C oder K, dann funktioniert es nicht. Okay. Gary, ich kenne Autos, wo das noch nicht oben ist. Seit wann gibt es denn das? Das gibt es noch nicht so lange. Das heißt, es gibt auch noch Ladesäulen, wo diese Buchstabenkennzeichnung nicht drauf ist. Und es gibt auch Fahrzeuge, wo das nicht drauf ist. Wobei man sagen muss, wenn jetzt auf der Ladesäule kein Buchstabe draufsteht und am Fahrzeug auch keiner, dann wird es in der Realität gehen, weil dann ist sicher keiner, der über 150 kW. Okay. So, jetzt aber abstecken und los geht's. Harry und Gary haben heute nämlich einen wichtigen Termin im benachbarten Innviertel. Willkommen bei einer neuen Ausgabe von E-Mobilität am Punkt. Wir sind heute nördlich von Ried. Gary, wo sind wir denn genau? Wir sind heute in St. Martin bei Ried und stehen da gerade vor dem Technologiezentrum von FACC. Und FACC, da werden ja alle gleich mal große Ohren kriegen, die irgendwie mit Fliegerei zu tun haben. So wie wir zwar. Ja. Oder die schon geflogen sind, weil da kommen ja Komponenten, die quasi in jedem Verkehrsflugzeug dieser Welt mitfliegen. Und das heißt im Detail, wir gehen heute in die Luft, elektrisch und das Ganze autonom. Na bumm, da haben sich unsere beiden E-Profis heute aber etwas vorgenommen. Als erstes treffen sie Robert Machtlinger. Robert ist niemand geringerer als der CEO von FACC. Also damit Sie unsere Follower was vorstellen können, welche Komponenten wären denn da also in einer Boeing oder in einem Airbus also von euch gefertigt? Wenn wir sagen, wir sind auf jedem Flugzeug vertreten, dann gilt das einmal für alle Airbus-Flugzeuge, alle Boeing-Flugzeuge, alle Embraer- und Bombardier-Flugzeuge, aber natürlich auch die Triebwerkshersteller wie Rolls-Royce oder Pratt & Whitney oder GE. Und was machen wir? Wir sind ein Spezialist im Leichtbau. Leichtbau ist jetzt nicht nur Carbonfaser oder Composites. Leichtbau ist auch das Verbinden von verschiedenen Materialien. Da ist auch Titan dabei, da ist auch Aluminium dabei. Da sind auch Kabelbäume und Elektrik dabei. Also wir liefern Systeme aus, fertige Systeme für Flugzeuge. Und da sind wir im Flugzeug überall. Also wir sind im Außenbereich, Tragflügel, Rumpf. Dabei hilft FACC der Luftfahrt auch kräftig beim Energiesparen. Wir machen diese bekannten Winglets, diese aufgebogenen Flächenspitzen, die reduzieren den Treibstoffverbrauch ganz wesentlich, auch ein gutes Beispiel. Auf der Boeing 737 haben wir diese Winglets eingeführt im Jahr 2002 und wir haben in den letzten 20 Jahren 60 Milliarden Liter Treibstoff gespart, nur durch diese FACC Winglets. Wow, aber wegen der Winglets sind Harry und Gary heute nicht ins Innviertel gefahren, sie sind wegen ihr hier. Der E-Hang 216, der vollelektrischen und autonom fliegenden Drohne, die auch tatsächlich zwei Personen transportieren kann. Andreas, in der Fliegerei haben Grün und Rot eine Bedeutung, welche denn? Also es geht einmal darum, dass man gesehen wird in der Luft und man die Farben kennzeichnet, die jeweilige Seite des Flugzeuges. Also ich habe mir als Flieger gemerkt, rot ist immer links. Korrekt, und grün ist rechts. Die
Jeder dieser 16 Rotoren ist verbunden mit seinem eigenen Elektromotor und der ist wiederum verbunden mit seiner eigenen Batterie. Das heißt, wir haben 16 in sich geschlossene Kreisläufe. Das heißt, sollte einer dieser Kreisläufe versagen, aus welchem Grund auch immer, dann tangiert die anderen nicht. Und das trägt natürlich entsprechend zur Sicherheit bei. Gary hat sich derweil das Innenleben der Elektrodrohne angeschaut. Jetzt heißt es Probe sitzen. Oh ja, bei mir zwar. Es ist sehr kompakt. Dafür braucht er in der Stadt, wo entsprechende Quadratmeterpreise vorherrschen, wenig Platz. Wir tun jetzt so, als wären wir gerade in ein E-Auto eingestiegen und fahren jetzt weg und überlegen uns jetzt, was wir bei dem Gerät jetzt alles berücksichtigen müssen und machen müssen. Wunderbar. Und da wäre meine erste Frage, wir haben jetzt einmal das Ding vollgeladen. Wie kann man das Teil laden? Also beim Laden orientieren wir uns natürlich an den Learnings, die wir aus der Autoindustrie haben. Und dementsprechend versuchen wir auf Basis der bestehenden Infrastruktur unsere Systeme zu entwickeln. Das heißt, man hat hinten wie beim E-Auto eine Ladebuchse. Da kommt der Stecker rein. Das kann mit den üblichen 11 kW oder über Fast-Charging-Systeme mit bis zu über 50 kW passieren. Und dementsprechend ist das Laden gleichermaßen einfach wie beim E-Auto. Und dauert auch gleich. Und dauert er gleich lang, korrekt. Also Strom haben wir drinnen. Ich sehe da einiges an Motoren, also viele Motoren. Das ist gut, weil wenn einer ausfällt, dann kann in Wirklichkeit nicht viel passieren wahrscheinlich. Und ja, wie würde das jetzt funktionieren, wenn wir sagen, wir wollen jetzt von da zum Flugplatz nach Schädig fliegen? Also nachdem wir uns hier nicht nur in einer elektrischen, sondern auch einer vollautonomen Passagierdrohne befinden, braucht man selber nicht mehr wirklich viel machen. Das heißt, wir haben da unser Display. Sehen hier eine Ansicht aller Google Maps, da drücken wir einfach drauf, wo wir hinwollen und die Drohne fliegt uns komplett selbstständig dann zum Zielpunkt. Was mich jetzt interessiert hat, wir heben jetzt ab, wir fliegen, wie weit könnte man denn fliegen und wie hoch könnte man fliegen? Heute schaffen wir mit 2 Passagieren und einer Gesamtkapazität von rund 230 Kilogramm eine Reichweite von rund 35 Kilometern, das Ganze bei einer Spitzengeschwindigkeit von 130 km/h. Und die Parameter definieren sie aber hauptsächlich durch die Batteriekapazität. Und wir wissen, wie schnell die Entwicklung der Batterien im Automobilbereich vorangeht. Und dementsprechend kann man in der Luft davon ausgehen, dass die Reichweiten in den nächsten 12 bis 24 Monaten nochmal signifikant gesteigert werden. Jetzt haben wir da ja Elektromotoren. Und Elektromotoren sind ja eigentlich sehr zuverlässig. Aber jetzt war schon mal spannend, was passiert, wenn jetzt von diesen vielen Motoren da mal 3 ausfallen. Also bei 3 Rotoren hat man noch kein Problem, bei 4 auch noch nicht. Kritisch wird es ab 5. Sprich, es können von den 16 Rotoren bis zu 4 ausfallen und das Fluggerät hält sich trotzdem noch stabil in der Luft. Das heißt, wir brauchen keinen Fallschirm mitnehmen. Das ist einmal eine gute Nachricht, finde ich. Andreas, jetzt bin ich ein Segelflieger und da weiß ich, dass in der Luft ja quasi nie ruhig ist und immer irgendwo Wind oder Thermik ist und das schüttelt natürlich und das schaukelt, das kennt ja jeder von den Großen auch. Wie ist das Flugfeeling im Vergleich zu dem? Wird man da leicht schlecht oder wie muss man das vorstellen? Also es ist hier überhaupt nicht vergleichbar mit einem Hubschrauber zum Beispiel, wo es relativ laut ist, wo es auch ein bisschen wackelt und hin und her schaukelt. Das ist hier nicht, weil man merkt, dass dieses Multicopter-System mit den 16 Rotoren, aber auch die Steuerung durch die künstliche Intelligenz, die entsprechend gut austariert, dazu führen, dass es sich eher anfühlt wie Fahrstuhlfahren oder wie wenn man auf einem Seil aufgespannt wäre. Und dementsprechend ist es ein sehr ruhiges Fahrgefühl oder Fluggefühl in dem Fall. Ich bin selbst schon mehrmals geflogen und kann ich nur jedem empfehlen. Werden wir diesen E-Hang demnächst also auch hier in Österreich in der Luft erleben? Wir fliegen heute auf Basis von einer Experimental Permit, einer Ausnahmegenehmigung, die es uns unter entsprechenden Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen gestattet, dass wir auch schon mit diesem Luftfahrzeug abheben. Harry und Gary machen sich zurück auf den Weg zu Robert Bachtlinger. Denn jetzt schweben viele neue Fragen in ihren Köpfen. Jetzt habe ich da sehr viel gehört über autonomes Fliegen und autonom, da klickt es bei mir natürlich, weil ja alle großen Fahrzeughersteller ja auch ganz stark in die Richtung gehen, in Richtung autonom fahrende Fahrzeuge, also quasi Level 5 Autos. Gibt es da einen Transfer von autonomem Fliegen auch irgendwann einmal in Richtung autonomes Fahren, wo man dann gemeinsam Erkenntnisse nutzen kann? Wir können ja heute schon automatisch fliegen, also wenn man sich einen großen Airbus oder Boeing anschaut, bei schlechtestem Wetter, Cat-3-Landung, dann fliegt der Flieger die Landung automatisch bis zum Ausrollen, also der Pilot darf gar nicht eingreifen.
beim autonomen Fliegen mit Flugtaxis oder Medizintransport oder Warentransport ist man da sehr weit, wobei man natürlich in der dritten Dimension unterwegs ist. Das heißt, ausweichen und koordinieren ist wesentlich einfacher und in 20 Jahren wird es wahrscheinlich auf beiden Seiten relativ gut funktionieren, ist meine Einschätzung. Also, wenn ich mir diese ganzen Dinge so anschaue, dann fallen mir 1000 Ideen ein, wo man das sinnvoll einsetzen kann. Die werdet ihr wahrscheinlich auch haben. Aber ich denke mal, man muss ja am Boden bleiben und einmal realistisch sagen, was kommt denn von diesen ganzen Dingen aus eurer Sicht wahrscheinlich als erstes? Ich glaube, Österreich wird sich eher, da gibt es ein paar Projekte, die wir uns anschauen, da sind wir sicherlich derzeit im medizinischen Bereich viel unterwegs. Also Medikamente, Equipment oder Blutkonserven zu transportieren. Das macht in Österreich auch Sinn, weil einfach teilweise die Dichte an Behandlungszentren nicht so da ist und man da einfach schnell austauschen kann. Beispiel Krankenhaus Ried, Christkirchen, Braunau, Schärding könnte man mit Drohnen perfekt verbinden. Das wird also die Zukunft werden. Selbstfliegende Elektrodrohnen bringen uns Dinge des Alltags nach Hause und irgendwann werden sie uns wohl auch selbst herumfliegen. Aber wie wird das in der Realität aussehen? Wie kann der Flughafentower mit der autonomen Drohne kommunizieren? Um das herauszufinden, ist Harry mit Nina Dorfmeier von der Austrocontrol im Videochat verabredet. Ja, wie wird denn das in der Zukunft sein, wenn also eine manntragende, autonom fliegende Drohne mit dem Tower kommuniziert? Die Drohne, die Sie jetzt angesprochen haben, das wäre jetzt die letzte Kategorie mit einem Risiko ähnlich der bemannten Luftfahrt. Immerhin werden da dann auch Personen transportiert und die fällt in die Kategorie Certified. Und da muss man dazu sagen, dass es da noch keine rechtlichen Vorgaben oder Regelungen gibt. Die sind gerade erst in Ausarbeitung auf europäischer Ebene. Das heißt, für all jene Geräte, die eben unter dieses Schlagwort Urban Air Mobility oder umgangssprachlich auch Taxidrohne fallen, gibt es eben noch keine Rechtsgrundlagen. Das ist derzeit noch in Ausarbeitung. Wie lange wird es denn noch dauern, bis Personen autonom durch die Lüfte geflogen werden können? Das ist natürlich jetzt schwierig zu beantworten, weil es die dazugehörigen Regelungen noch nicht gibt. Die sind jetzt auf europäischer Ebene in Ausarbeitung und da soll es bis Ende des Jahres einen Entwurf geben. Natürlich muss man dann noch das Rechtsetzungsverfahren in der EU abwarten. Das würde ich mal sagen, ist dann nicht realistisch, sage ich mal, vor Anfang 2025 abgeschlossen. Die EASA geht aber davon aus, dass es innerhalb von 5 Jahren sozusagen erste Schritte in diesem Konzept der Urban Air Mobility geben wird. Also das ist dann nicht unrealistisch sozusagen, dass in 5 Jahren da schon die ersten Schritte und Versuche gemacht werden. Wir haben heute also gelernt. Buchstaben am Tankdeckel zeigen uns, welche Ladestation ein E-Auto laden kann und E-Mobilität in der Luftfahrt wird richtig spannend.